Könnte die Erwärmung unserer Erde schon in ein paar Jahren erstmals über der vereinbarten Marke von 1,5 Grad liegen und damit deutlich früher kommen, als Expertinnen erwartet hatten? Das halten Wetter- und Klimaforschende für möglich. Sie sagen, schon bis 2026 könnte die globale Temperatur eines Jahres erstmals mehr als 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, also der Zeit vor 1900, liegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei fast 50%. Das hieße zwar nicht, dass die 1,5 Grad Marke dauerhaft überschritten würde, denn in den darauffolgenden Jahren könne der Wert auch wieder sinken. Aber die Expertinnen rechnen in den nächsten Jahren trotzdem weiter mit steigenden Temperaturen. Die 1,5 Grad Schwelle markiert den Punkt, an dem Klimafolgen laut Forschenden immer schädlicher für uns und die Erde werden. Eigentlich hatte sich die Weltgemeinschaft 2015 im Pariser Klimaabkommen darauf geeinigt, die dauerhafte Erwärmung möglichst unter 1,5 Grad zu beschränken. Das ist aber schon jetzt kaum mehr erreichbar, sagt der Weltklimarat IPCC.